Ja, hallo zusammen. Vielleicht seht ihr schon, ich bin schon bereits am Flughafen hier in Hamburg angekommen. Ich habe das Schiff verlassen. Es war wunderschön. Ich habe mich gestern noch und auch heute nochmals von diversen Leuten, also von der Crew vor allem, an Bord verabschieden können. Auch von ein, zwei Gästen, die mir wirklich ans Herz gewachsen sind. Zusammenfassend, es war eine wirklich wunderschöne Reise. Eine wunderschöne Reise. Ich kann gar nicht so viel mehr sagen. Das Schnorcheln in der Karibik war traumhaft. Die Insel selber war traumhaft. Wir hatten, glaube ich, richtig Glück, was das ganze Thema Covid zu tun hat. Wir hatten verschiedene Weihnachtsmärkte an Bord. Wir hatten Weihnachtsgala an Bord. Wir hatten diverse Shows. Wir hatten coole Tänzer. Wir hatten coole Sänger an Bord. Es war eine wunderschöne Crew an Bord. Ich habe wieder viel Spaß gehabt, viel Freunde kennengelernt. War wirklich richtig cool. Also mir hat es richtig gefallen. Ich kann das allen empfehlen, die Reise von Hamburg in die Karibik und zurück. War wirklich top. Was kann ich noch sagen? Für mich geht's jetzt aktuell mal nach Hause. Viel weiß ich noch nicht definitiv. Es ist so, ich wollte danach nach Südafrika. Das wurde mir gecancelt wegen Omikron. Dann später im März wollte ich eigentlich nach Asien. Auch das wurde mir gecancelt. Von dem her muss ich jetzt echt ein bisschen schauen. Da ihr natürlich das ganze Jahr in der Vergangenheit anschaut, hoffe ich, dass bis zu dem Tag, wo ihr dieses Video seht, ich schon ein, zwei weitere News habe und euch dann ein weiteres Video mache. Und wenn nicht, kommt es bald. Das verspreche ich euch. Ich habe aktuell zwei mögliche Pläne im Kopf, möchte aber zuerst ein paar Sachen abklären und machen, bevor ich euch schon definitiv sage, wie, wo, was weitergeht. Für mich heißt es jetzt wirklich Rückflug. Ich warte jetzt noch etwa 5 Stunden hier in der Lounge. Und dann heißt es zurückfliegen. Vielleicht habe ich ein paar schöne Bilder. Mal schauen, weil hier sieht es echt sehr wolkig und neblig aus. Vielleicht finde ich was über der Wolkendecke, das ich filmen kann. Und sonst vielleicht noch ein, zwei Fotos von zu Hause. Ich muss mal schauen, was ich noch zusammenschneiden kann. Ich hoffe, euch hat auch diese Reise wieder sehr gefallen. Ich fand es wirklich schön, was anderes. Ich würde es nicht vergleichen wollen jetzt mit der Reise davor nach Griechenland und Dubai, weil es doch sehr krass unterschiedliche Reisen sind. Mit dem Mein Schiff hatte ich halt wirklich mehr Reisen, sage ich jetzt mal, mit Architektur, wie halt Petra. Die Pyramiden, oh mein Gott, das Wort fällt mir echt immer noch nicht ein. Dubai natürlich, Buildings technisch echt ganz krass. Und die Karibik hier jetzt mit AIDA, das war natürlich wieder was anderes. Hier geht es mir wirklich vor allem viel mehr um die Wasserwelt. Die war hier einfach genial. Ich glaube, ich hätte das locker noch ein zweites und drittes Mal machen können, rein karibiktechnisch her. Von dem her, ja. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich werde mich nicht mehr verabschieden, das hier ist meine Verabschiedung. Danke vielmals, dass ihr mich unterstützt. Also ich muss echt sagen, das ist einfach krass. Ich hatte vor meiner Mein Schiff-Reise so 200 Aufrufe im Monat. Meine letzte Aktualisierung war über 4000 Aufrufe. Ich danke euch vielmal für den Support. Echt krass. Danke vielmals an alle. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, euch hat auch diese Reise, wie gesagt, gefallen. Macht's gut. Bye, bye.